Haben Sie sich jemals über die Geheimnisse und überraschenden Erkenntnisse gewundert, die die Menschheit auf unserem Planeten und darüber hinaus immer wieder entdeckt? Von antiken Weltraumtechnologien über wissenschaftliche Werkzeuge der Vergangenheit bis hin zu mystischen Ritualen und Überresten verlorener Zivilisationen, diese Geschichten entführen uns in Zeiten und Orte, in denen das Außergewöhnliche Wirklichkeit wird. Begleiten Sie uns auf dieser Reise durch erstaunliche Entdeckungen und faszinierende Rätsel, die unser Verständnis herausfordern und unsere Neugier wecken. Nummer 1 – Fragmente der Weltraumtechnologie. Avi Loeb, Professor an der Harvard University, bestätigte die Entdeckung von Fragmenten einer Technologie, die nicht zum Planeten Erde gehört, in einem Meteoriten, der 2014 vor der Küste Neuguineas einschlug. Fragmente des Meteoriten wurden zur Untersuchung in Labore gebracht, und Loeb und ein Forscherteam machten sich anschließend auf den Weg zur Einschlagstelle, um nach weiteren Fragmenten zu suchen. Dort fanden sie 10 mit Gold und Blau beschichtete Metallkugeln. Die Analyse ergab, dass diese Kugeln zu 84% aus Eisen, 80% Silizium, 4% Magnesium und 2% Titan bestehen. Nach Angaben der NASA ist diese Mischung stärker als jedes bisher gefundene Weltraumobjekt. Darüber hinaus bewegte sich der Meteorit vor seinem Fall mit einer Geschwindigkeit von 60 km pro Sekunde und war damit 95% schneller als jedes andere Weltraumobjekt im Sonnensystem. Diese Entdeckung bietet Wissenschaftlern eine andere Perspektive auf Objekte, die unseren Planeten von außerhalb des Sonnensystems erreichen können. Den Forschern zufolge könnten diese Sphären Teil fortschrittlicher Technologie außerirdischer Zivilisationen sein, die in Zukunft entdeckt werden könnten. Nummer 2. Das Zombiegrab. Kürzlich wurde in einer ländlichen Gegend Deutschlands ein antikes Grab entdeckt. Laut Wissenschaftlern stammt das Grab aus der Bronzezeit und im Inneren wurden die Überreste eines Mannes gefunden, dem nach der Beerdigung ein großer Stein von 1 Meter Länge und 50 cm Breite auf das Bein gelegt wurde. Historikern zufolge glaubten die alten Bewohner der Region, dass die Toten wie Zombies jederzeit wieder zum Leben erweckt werden könnten. Deshalb legten sie Steine auf ihre Beine, um sie am Aufstehen zu hindern. Die Analyse der Überreste ergab, dass der Mann im Alter zwischen 40 und 60 Jahren starb, möglicherweise an einer schweren Krankheit, da keine Anzeichen eines Mordes gefunden wurden. Historiker weisen auch darauf hin, dass Steine nicht die einzige Methode waren, um die Toten am Aufstehen aus ihren Gräbern zu hindern, sondern dass auch andere Techniken eingesetzt wurden, wie zum Beispiel die Befestigung des Schädels mit einem Pflock. Nummer 3 – Stein mit mysteriösen Symbolen. Geographielehrer Graham Sturdy putzte gerade den Garten seines Hauses in Coventry, als er einen seltsamen Stein mit unverständlichen Inschriften fand. Nachdem man einem Archäologen ein Foto des Steins geschickt hatte, wurde festgestellt, dass der Stein über 1600 Jahre alt ist, was durch Inschriften bestätigt wurde, die die altirische Sprache im Oggensystem darstellen. Dieses System besteht aus dem Schnitzen paralleler Linien in Felsen und Holz. Der Stein ist ein seltenes archäologisches Juwel, das aus der Zeit vor dem Aufkommen von Papiermanuskripten und modernen Sprachen stammt, wie auch Catherine Forrest, Professorin an der Universität Glasgow, bestätigte. Der Stein misst 11 cm und wiegt 199 Gramm. Auf 3 Seiten sind Inschriften angebracht. Obwohl Wissenschaftler noch nicht vollständig verstehen können, was auf dem Stein eingraviert ist, haben sie einen Teil der Inschriften entziffert, in denen auf der einen Seite eine Person namens Mildanach und auf der anderen ein Ort erwähnt wird. Der Rest der Inschriften bleibt ein Rätsel. Nummer 4. Im Jahr 2016 entdeckten Forscher mit Hilfe fortschrittlicher Techniken der Teilchenphysik einen mysteriösen Hohlraum in der berühmten Großen Pyramide von Gizeh in Ägypten. Sie nutzten die Myonenradiographie, etwas, das dem Anfertigen einer Röntgenaufnahme sehr ähnlich ist. Diese Partikel, die aus kosmischer Strahlung stammen, die auf die Erdatmosphäre einwirkt, können feste Materialien wie die Steine der Pyramide durchdringen.
Indem Wissenschaftler messen, wo mehr Teilchen, sogenannte Myonen, vorbeikommen, können sie Hohlräume oder Bereiche mit geringerer Dichte innerhalb der Struktur erkennen. So fanden sie ein korridorförmiges Loch in der Pyramide, das etwa 98 Fuß maß und eine Galerie mit einem ähnlichen Querschnitt wie der schmale Korridor hatte, der zur Königskammer führte. Der Zweck dieses Flurs ist immer noch ein Rätsel. Es könnte ein strukturelles Merkmal sein, wie andere Hohlräume in der Pyramide, die gebaut wurden, um ihr enormes Gewicht neu zu verteilen, oder es könnte etwas ganz anderes sein. Spekulationen sind Teil der Aufregung. Nummer 5. In den 1960er Jahren entdeckten Forscher der University of Chicago und der Universität Istanbul den Göbekli Tepe, doch anstatt ihn zu untersuchen, wurde er weitgehend ignoriert. Unnötig zu erwähnen, dass sich dies als großer Fehler herausstellte. Erst 1994 begannen die Ausgrabungen dank des deutschen Archäologen Klaus Schmidt. Dies war der Beginn von Göbekli Tepe, einem Bauwerk, das der erste Tempel der Welt sein könnte. Diese Stätte scheint unbedeutend zu sein wie ein anderer Hügel im Südosten der Türkei, aber es handelt sich tatsächlich um ein von Menschenhand geschaffenes Bauwerk, das älter ist als Stonehenge und die ägyptischen Pyramiden, die 11.600 Jahre alt sind. Vor dieser Untersuchung und Ausgrabung von Göbekli Tepe glaubten wir, dass die Menschen als Jäger und Sammler begannen, dass wir auf das Jagen und Sammeln angewiesen waren und dass wir dann lernten, Landwirtschaft zu betreiben, uns niederzulassen, Gemeinschaften zu gründen. Und als diese Gemeinschaften wuchsen, bauten sie Tempel und Tempelmonumente. Die Entdeckung dieses antiken Tempels verändert jedoch die Erzählung. In einer Zeit, in der so etwas Einfaches wie die Landwirtschaft noch nicht etabliert war, kommt der Bau von Göbekli Tepe eine Überraschung. Warum machte man sich damals die Mühe, einen riesigen Komplex mit über 20 Fuß hohen und bis zu 10 Tonnen schweren Steinsäulen zu errichten? Welche Bedeutung hat dieser Ort? Und wie haben sie das ohne schriftliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit geschafft? Wir haben keine Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten. Ein zeremonieller Ort? Ein einfacher Ort, um andere Jäger zu treffen? Die Wahrheit hinter Göbekli Tepe könnte die Geschichte der Menschheit verändern. Nummer 6. Eingebettet in das raue Gelände des sibirischen Altigebirges liegt die Denisova-Höhle. Diese Höhlen sehen von außen vielleicht nicht nach viel aus, aber sie sind einer der bedeutendsten Orte der Welt. Es war im Jahr 2008, als Forscher entdeckten, wie erstaunlich diese Höhlen sind. Tief in diesen Höhlen haben Wissenschaftler ein kleines Fragment eines Fingerknochens ausgegraben. Es scheint vielleicht nicht viel zu sein, aber eine anschließende DNA-Analyse ergab, dass er zu einer bisher unbekannten Gruppe alter Menschen gehörte, die später nach der Höhle Denisova-Menschen genannt wurden. Warum ist diese Entdeckung so innovativ? Nun, es führte uns in ein völlig neues Kapitel des menschlichen Stammbaums ein. Zuvor kannten wir unsere Vorfahren des Homo sapiens und unsere nahen Verwandten, die Neandertaler. Die Denisova-Menschen zeigten uns jedoch, dass unsere Ahnenlinie viel komplexer war, als wir zunächst dachten. Genetische Beweise deuten darauf hin, dass Homo sapiens, Neandertaler und Denisova-Menschen nicht nur nebeneinander existierten, sondern sich auch untereinander kreuzten. Das ist richtig. Die DNA moderner Menschen aus bestimmten Teilen der Welt enthält Fragmente, die von den Denisova-Menschen geerbt wurden. Aber die Denisova-Höhle birgt noch mehr Geheimnisse zu bieten. Neben Denisova-Überresten haben Wissenschaftler Artefakte und Hinweise auf die Besiedlung durch Neandertaler und Homo sapiens gefunden. Der vielleicht erstaunlichste Fund ist jedoch ein Armband aus grünem Chlorit, dessen Alter auf etwa 40.000 Jahre geschätzt wird. Dieses Armband zeigt Anzeichen eines fortschrittlichen Werkzeuggebrauchs und eines ästhetischen Gespürs und stellt unsere Annahmen über die technologischen und kulturellen Fähigkeiten der alten Menschen in Frage. Jedes in dieser Höhle entdeckte Artefakt, jedes Knochenfragment verrät etwas Neues über die Menschheitsgeschichte.
Wer weiß, welche weiteren Geheimnisse in diesen Höhlen verborgen sind? Nummer 7. 1938 entdeckten Archäologen bei Ausgrabungen in der Nähe von Bagdad etwas völlig Ungewöhnliches: Gesteinsbatterien, die mehr als 2000 Jahre alt sind. Allerdings ist diese Batterie nichts anderes als die, die wir heute verwenden. Es ist ein kleines Tongefäß, das auf den ersten Blick nicht nach viel aussieht, aber in seinem Inneren befindet sich ein Kupferzylinder, der eine Eisenstange umschließt. Dieses Artefakt stammt aus der Parthenozeit um 250 vor Christus. Bis 224 NCHR ist sie als Bagdad-Batterie bekannt. Dieses Artefakt hat aus gutem Grund die Aufmerksamkeit von Historikern und Archäologen auf sich gezogen, denn wenn es sich bei der Batterie von Bagdad tatsächlich um eine Batterie handelt, würde das bedeuten, dass antike Zivilisationen möglicherweise lange vor der modernen Entdeckung und Nutzung elektrischer Energie über ein rudimentäres Verständnis von Elektrizität verfügten. Die Forscher fanden heraus, dass sie durch die Verwendung einer sauren oder alkalischen Substanz wie Essig oder Zitronensaft theoretisch aus der Materialkombination der Bagdad-Batterie einen elektrischen Strom erzeugen könnten, ähnlich einer einfachen galvanischen Zelle. Nehmen wir an, dieser Behälter war nicht als Batterie gedacht. Welchen möglichen Nutzen könnte er haben? Einige haben spekuliert, dass es zum Galvanisieren verwendet worden sein könnte, bei dem anderen Metallen eine dünne Gold- oder Silberschicht verliehen wurde, eine Technik, die als Vergoldung bekannt ist. Andere vermuten jedoch, dass es einen zeremoniellen oder medizinischen Zweck gehabt haben könnte und möglicherweise zur Schmerzlinderung eingesetzt wurde, ähnlich wie wir heute elektrische Stimulation in der Medizin verwenden. Unglücklicherweise bleibt das Geheimnis für uns bestehen. Nummer 8. Rund 10.070 dieser antiken Schwerter wurden in ganz Europa verstreut gefunden, von Skandinavien bis zu den Ufern der Wolga. Obwohl sie gewöhnlich aussehen, gelten sie als die besten Schwerter, die je hergestellt wurden. Diese als Ulfbert-Schwerter bekannten Waffen, deren Ursprünge bis in die Wikingerzeit zurückreichen, sind voller Geheimnisse. Wir wissen, dass diese Schwerter aus Tiegelstahl hergestellt wurden, einem Material mit hohem Kohlenstoffgehalt. Ihr Material und die Art und Weise, wie sie geschmiedet wurden, waren ihrer Zeit in Europa um Jahrhunderte voraus und hatten eine Qualität, die erst mit der industriellen Revolution wieder erreicht wurde. Aber wie kamen diese Schmiede aus der Wikingerzeit zu solch fortgeschrittenen metallurgischen Kenntnissen? Archäologen glauben, dass das Geheimnis dieser Schwerter in Handelsrouten liegt, die weit über die Heimat der Wikinger hinausgingen und möglicherweise bis in den Nahen Osten oder Südasien reichten, wo die Technik zur Herstellung dieses Stahls bereits bekannt war. Der hohe Kohlenstoffgehalt im Stahl der Ulfbert-Schwerter hat sie im Vergleich zu anderen Schwertern dieser Zeit außergewöhnlich stark und flexibel gemacht und ist in der Lage, im Kampf scharf und widerstandsfähig zu sein. Eine weitere Besonderheit dieser Schwerter ist ihre Inschrift, die ungefähr Ulfbert lautet, daher ihr Name. Es deutet auf einen einzelnen Hersteller oder möglicherweise eine Werkstatt hin, die mit diesem Namen gekennzeichnet ist. Unterschiede in der Qualität und Authentizität der mit dieser Inschrift gefundenen Schwerter lassen jedoch darauf schließen, dass einige davon echt, andere jedoch Imitationen waren. Nummer 9. Organtransplantation vom Schwein zum Menschen. Im Januar 2022 führten Chirurgen an der University of Maryland die erste erfolgreiche Organtransplantation von einem Schwein auf einen Menschen bei einem lebenden Patienten durch. Dies ist von Bedeutung, da allein in den Vereinigten Staaten mehr als 100.000 Menschen auf eine Organtransplantation warten. Als Alternative testen Wissenschaftler die Xenotransplantation, also die Transplantation von Organen anderer Arten in den Menschen. Obwohl es bereits der zweite aufgezeichnete Versuch war, war das Ergebnis beeindruckend. Lawrence Fate,
1958 war der Testpatient und nachdem er das Herz eines gentechnisch veränderten Schweins erhalten hatte, erholte er sich auf wundersame Weise etwa 6 Wochen lang, bevor er Anzeichen einer Organabstoßung zeigte und starb. Obwohl ihre Zeit nach der Transplantation nur kurz war, hat ihre Geschichte weitere Forschungen und Hoffnungen angeregt, durch die genetische Veränderung von Spendertieren Leben zu retten. Nummer 10. Der älteste Dinosaurier Afrikas. Im Jahr 2017 fanden Wissenschaftler im Sambesi-Tal die Überreste eines einzigartigen Dinosauriers namens Osaurus RY. Dieser kleine, nur 1 Meter große Dinosaurier lebte vor etwa 230 Millionen Jahren im heutigen Simbabwe. Obwohl sie die Art damals nicht identifizieren konnten, erkannten sie sie später als Teil der Sauropoden. Das auf mehr als 200 Millionen Jahre datierte Skelett wurde zum ältesten Dinosaurierfossil in Afrika. Heute ruht das fast vollständige Skelett in einem Museum in Bulawayo, Simbabwe, und ist einer der seltsamsten jüngsten Funde. Aber es ist nicht das seltsamste auf der Liste. Nummer 11. Das vollständigste Babywollmammut. Im Jahr 2022 fanden Bergleute in Klondike, Kanada, die gut erhaltenen Überreste eines Wollhaarmammut-Babys. Der Paläontologe Grant Cezula und sein Team machten diese erstaunliche Entdeckung, als sie im Permafrost im Yukon, Kanada, gruben. Als sie es fanden, hatte die Kreatur noch Haut und sah aus, als wäre sie kürzlich gestorben. Es handelt sich um ein Weibchen, das schätzungsweise vor etwa 30.000 Jahren, mitten in der Eiszeit, gestorben ist, als Mammuts neben anderen Tieren wie Wildpferden und Riesenbisons lebten. Das Mammut, von den Ureinwohnern nun Choa genannt, war erst einen Monat alt, als es starb und wahrscheinlich im Schlamm stecken blieb. Dieser Fund ist das vollständigste mumifizierte Wollmammut, das in der nordafrikanischen Region gefunden wurde, und könnte helfen, diese ausgestorbenen Tiere besser zu verstehen. Nummer 12. Mikroplastik im menschlichen Blut. Plastikverschmutzung stellt eine große Bedrohung für unseren Planeten dar. Nun wurde entdeckt, dass sich Mikroplastik auch im menschlichen Blut befindet und möglicherweise dem Körper schadet. Diese winzigen Partikel können durch den Körper wandern und sich sogar in Organen festsetzen. Obwohl die vollständigen gesundheitlichen Auswirkungen noch nicht bekannt sind, ist bekannt, dass Mikroplastik menschliche Zellen schädigen kann. Diese Schadstoffe gelangen über Nahrung, Wasser und Luft in unser System. Tests an Blutproben von gesunden Menschen ergaben, dass mindestens 17 von 22 Plastikpartikel enthielten, hauptsächlich aus Flaschen und Lebensmittelverpackungen. Sogar bei Babys wurde Mikroplastik gefunden. Glücklicherweise hat diese Entdeckung Anlass gegeben, Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem anzugehen und unseren Planeten hoffentlich für künftige Generationen zu säubern. Nummer 13. Das größte Tier, das je existiert hat. Forscher entdeckten 2023 im Süden Perus Überreste riesiger Wirbel und Rippen, die vermutlich zu einem ausgestorbenen Wal namens Perustus Colossus gehörten. Es wird geschätzt, dass dieser Wal bis zu 340 Tonnen wog, viel mehr als ein beladenes Boeing 747 Flugzeug. Dieser neue Rekord übertrifft den der Blauwale, die als die schwersten Tiere galten. Einige Wissenschaftler fragen sich jedoch, ob es wirklich so viel wog, da Fossilien die Gesamtgröße des Tieres nicht genau vorhersagen können. Wir hoffen, dass eines Tages ein vollständiges Skelett gefunden wird, um dieses erstaunliche Lebewesen besser zu verstehen. Nummer 14. Das tiefste Bild des Universums. Dank des James-Webb-Weltraumteleskops, dem fortschrittlichsten überhaupt, werden wir im Jahr 2022 das bisher detaillierteste und tiefgründigste Bild des Universums erhalten können. Dieses Teleskop verfügt über die einzigartige Fähigkeit, Objekte zu erkennen, die 100 Mal schwächer sind als diejenigen, die mit anderen Teleskopen beobachtet werden können.
Das Bild, bekannt als Webbs erstes Weltraumfeld, führt uns Millionen von Jahren in die Vergangenheit, als sich das Universum in seinen frühen Entstehungsstadien befand. Darin können wir Galaxien im Entstehungsprozess und die ersten Sterne sehen, die jemals im Kosmos funkelten. Diese erstaunliche Leistung erzeugte online eine große Wirkung und provozierte Diskussionen und Fragen, die uns dazu einladen, über die tiefsten Geheimnisse unseres Universums nachzudenken. Diese visuelle Reise ermöglicht es uns, die frühesten Momente des Universums zu erkunden, und unsere Vorstellungskraft steigt, wenn wir über die Möglichkeiten noch aufregenderer Entdeckungen nachdenken, die wir mit zukünftigen, größeren und leistungsstärkeren Teleskopen machen könnten. Nummer 15 – Synthetischer menschlicher Embryo, der 2023 von einem Team von Wissenschaftlern aus den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich geschaffen wurde. Mithilfe von Stammzellen entwickelten sie drei Gewebeschichten, obwohl dem Embryo typische Merkmale wie ein schlagendes Herz oder ein funktionsfähiges Gehirn fehlen. Professorin Magdalena Zenicker-Götz, Expertin für Biologie und Biotechnik, betont, dass es sich um ein Modell und nicht um einen vollständigen menschlichen Embryo handelt. Obwohl dieser Fortschritt noch in den Kinderschuhen steckt, eröffnet er neue Möglichkeiten in der Medizin, etwa die Heilung von Krankheiten, die Verlängerung der Lebenserwartung und die Umkehrung des Alterungsprozesses. Eine neue Ära in der medizinischen Wissenschaft zeichnet sich ab, auch wenn zukünftige Auswirkungen, wie etwa die Züchtung von Menschen in Labors, noch abzuwarten bleiben.